Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds im Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nach Nummer 5 der Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vom 30. Juli 1973 wird für jede Legislaturperiode ein Kuratorium gebildet, dem 9 Abgeordnete angehören. Die Mitglieder des Kuratoriums und ihre Stellvertreter werden vom Landtag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Aufgrund des Ausscheidens von Frau Bettina Wiesmann aus dem Hessischen Landtag ist die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds erforderlich. Die Fraktion der CDU schlägt mit der Drucksache 19/5377 als stellvertretendes Mitglied Herrn Abg. Bodo Pfaff-Greifenhagen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Der Wahl durch Handzeichen wird nicht widersprochen. Deswegen komme ich zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigen sich weitere Nachfragen. Damit ist der Abg. Bodo Pfaff-Greifenhagen als stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung gewählt.